Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du die Begriffe Obersumme, Untersumme und Zwischensumme von Funktionen kennen. Insbesondere werden wir die Idee der Zwischensumme für dieses Video benötigen. Des Weiteren solltest du bereits wissen, wie man den linearen Mittelwert einer Funktion berechnet. Das haben wir in einem der vorangegangenen Videos bereits gelernt. Denn Ziel für dieses Video ist es, mit Hilfe der Zwischensumme den linearen Mittelwert einer Funktion näherungsweise zu berechnen. Und hierfür haben wir am nächsten Fenster des Arbeitsblattes folgendes Beispiel. Wir haben hier eine Funktion f und ein Intervall a bis b gegeben. Und dieses Intervall a bis b ist in n gleich große Teile unterteilt, also in n Zwischenintervalle mit je gleich großer Breite. Und für jedes dieser Zwischenintervalle betrachten wir zunächst mal die Stelle genau in der Mitte des Zwischenintervalls, also den x-Wert genau in der Mitte des Intervalls. Und nun ist meine Frage an dich, wie würdest du mit dieser Zerlegung den durchschnittlichen Funktionswert von f im Intervall a bis b näherungsweise berechnen? Versuch es zunächst bitte alleine, also gesucht ist eine Formel, mit der wir den durchschnittlichen Funktionswert von f im Intervall a bis b näherungsweise berechnen können. Pausiere dazu das Video und im Anschluss werden wir gemeinsam über die Lösung sprechen. Gut, also wir suchen eine Formel, mit der wir den durchschnittlichen Funktionswert von f im Intervall a bis b näherungsweise berechnen können. Und dieses Beispiel hat hier schon ein bisschen Vorarbeit für uns geleistet. Also wir haben die Zerteilung sozusagen schon gegeben, unseres Intervalls in n gleich große Teilintervalle. Und nun könnten wir folgendermaßen vorgehen. Wir können uns für jedes dieser n Teilintervalle den Funktionswert genau in der Mitte anschauen. Das heißt, für das erste Teilintervall ist der Funktionswert genau in der Mitte f von x1, Entschuldigung. Und für das zweite ist es dann f von x2 und dann f von x3 und so weiter. Bis beim letzten Teilintervall ist der Funktionswert genau in der Mitte f von xn. Und wir bilden über all diese Funktionswerte eine Summe und dividieren dann durch die Anzahl n unserer Teile. Das heißt, im Grunde machen wir nichts anderes wie den arithmetischen Mittelwert unserer Funktionswerte genau in der Mitte zu berechnen. Das heißt, die Formel würde dann lauten f von x1 plus f von x2 plus und so weiter bis f von xn durch n. Damit haben wir den durchschnittlichen Funktionswert von f schon sehr gut abgeschätzt. Nun ist hier noch eine weitere Aufgabe im Beispiel, und zwar wir berechnen den linearen Mittelwert von f im Intervall a bis b näherungsweise. Dazu brauchen wir zunächst die Formel für den linearen Mittelwert, die wir bereits kennengelernt haben. Also m ist gleich 1 durch b minus a mal den bestimmten Integral von f von x im Intervall a bis b. Gut, nun ist aber hier die Frage, wie können wir das bestimmte Integral von f von x im Intervall a bis b hier berechnen? Wir haben ja keine Funktionsgleichung gegeben, das heißt, wirklich analytisch können wir hier nicht vorgehen, also wir können das nicht direkt berechnen. Was wir aber machen können ist, wir können uns die Zwischensumme zunutze machen und mit Hilfe der Zwischensumme unser bestimmtes Integral abschätzen. Das heißt, die Idee, die wir hier benötigen, ist, wir schätzen die Fläche unter der Kurve, also das bestimmte Integral, mit Hilfe der Zwischensumme ab. Und genau so wurde hier vorgegangen, also hier wurde die Formel für den linearen Mittelwert verwendet, also m ist gleich 1 durch b minus a mal den bestimmten Integral von f von x von a bis b. Und was nun hier gemacht wurde, ist, das bestimmte Integral wurde mit der Zwischensumme abgeschätzt. Das heißt, man hat sich die Intervallsbreite angeschaut. Diese muss genau b minus a durch n sein, weil also unser ganzes Intervall ist ja einfach b minus a breit und dann ist ein Zwischenintervall ist natürlich b minus a durch n. Und die Zwischensumme erhält man, indem man die Intervallbreite
mit unseren Funktionswerten genau in der Mitte des Intervalls multipliziert. Das heißt, hier wurde die Intervallbreite mal f von x1 plus f von x2 und so weiter multipliziert. Und nun erhalten wir wieder genau die gleiche Formel, die wir vorhin sozusagen intuitiv mit dem arithmetischen Mittel auch enthalten haben. Und hier ist jetzt noch eine Anmerkung, natürlich je feiner wir die Zerlegung n machen würden, desto besser wäre hier die Annäherung des linearen Mittelwerts. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt weiter.